Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Teil 2. Ich habe das Spiel nochmal komplett neu geladen und jetzt funktioniert alles. So, er ist disappariert und... Ein Speicher alter Magie. Unten, nahe des Eingangs. Genau. Wir versuchen, ob wir denn... Aber ich meine, jetzt ist es ja wieder lila, also müsste es ja jetzt normalerweise klappen. Eben stand es ja auch drin. Ob wir denn jetzt da reinkommen? Rebellion. Oder auch... Doch, ich dachte schon. So, trotzdem würde ich gerne die Beine halten. Rebellion. Das sollte ich untersuchen. Was denn? Was denn? Hm. Keine Ahnung, was ihr jetzt untersuchen will. Hier ist auch nichts. Hier geht's rein. Oh Gott. Sieht mir wieder so nach einer heftigen Prüfung aus. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Revelio. Von Percival Rackham. Aber sieht schon geil aus, so von der Optik her, muss man ja ganz ehrlich sagen. Dass da Statuen stehen, gefällt mir allerdings gerade gar nicht. Ja. Die Frage ist, was kann ich denn überhaupt machen? Sieht mir jetzt gerade nicht so aus, ob ich hier irgendwas machen kann. Ach, Moment. Ich kann einfach runtergehen, sag mir das doch einer. Okay. Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Nee, echt? Oh, ja. Solltest du. Sonst würde dir das Gold entgehen. Warum ist das gerade alles so komisch rot? Das ist nochmal eine Kiste. Die nehmen wir auch mit. Gold ist immer gut. Gold ist sehr, sehr gut, weil ich muss ja noch ein paar Sachen kaufen, ne? Also 4.000, 5.000 sollten wir auf jeden Fall noch zusammenbekommen, weil... Ja, wegen der anderen Prüfung und so. Revelio. Okay. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh. Okay, die sehen so aus, als ob sie gleich aufspringen, aber ich kann sie nicht anvisieren bisher. Das Türen? Grundsätzlich ja. Achso. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss anders sein. Oh ja, würde ich sagen. Hallöchen. Revelio. Das ist ja ein kleines Labyrinth hier schon fast. Oh oh. Ein Labyrinth, wo es aber irgendwie böse aussieht, wenn wir weitergehen. Nicht gut. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, sag ich doch. Nicht aber gut. Wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Günstig.
Ich würde sagen, das war gut, dass wir diesen Zauber gelernt haben bei dem einen. Okay. Wir können rechts und links rum. Ah, okay. Kommt mir bekannt vor. Aha. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was ich machen muss. Reicht das damit? Nee. Nee, ich muss... Frage ist nur... Den muss ich erstmal... Ach, Moment, hier ist auch was. Okay. Nee, dann gehen wir mal erst runter. Und schauen mal, was wir da jetzt genau machen müssen. Oh, jetzt geht das nicht wegen dem anderen, oder was? Willst du mich jetzt hier veräppeln? Hatte ich Akio schon probiert? Ja. Hm. Wieso kriege ich das da nicht raus? Akio! Incendio! Revelio! Das ist doof. Das ist ganz diese doof. Diese Plattform sieht aus, als würde sie mich ans Ziel bringen. Ja, das ist ja toll. Aber die kann ich so nicht benutzen. Also, ich kann mich da oben zur anderen Seite... Ach so, oder muss ich die gar nicht... Ah, ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Ja, natürlich. Und dann dahin. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Hier. Das ist jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Aber bis auf die Truhe bringt mir das nicht viel, oder? Ich weiß nicht. Ach so, oder muss ich dahinter? Also ich gehe jetzt erstmal noch kurz die Truhe hier holen. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber... Nein! Oh. Ja, genau! Vielleicht sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen. Ja, da wollte ich gerade hin. Dankeschön. Und du Vollpfosten bist da komplett runtergesprungen. Wieso springt die da so dämlich runter, wenn die auf die andere Seite springen soll? Oh. Ach, jetzt komme ich da nicht ran, oder was? Bist du weit weg? Och, nö, komm. Mein Gott, das Rätsel scheint doch so einfach zu sein. Warum kannst du nicht einfach das machen, was ich hier vorgebe? So, ich hoffe, jetzt reicht das. Der Raum verändert sich offenbar, wenn ich durch den Torbogen trete. Ja, das ist schön für dich. Es bringt uns aber gerade nichts, wenn du das Ding noch nicht mal nach hier ziehen kannst. Oder da drauf springen kannst, besser gesagt. Bis dahin kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Oh, Moment. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Das meinte die mit dem Raum. Okay. So, darf ich jetzt bitte... Auf der einen Seite sehe ich einen Ausgang. Normal. Aber wenn ich durch den Torbogen trete, ist er versperrt. Hier durchgehen. Mehr Statuen. Och, nee.
Trindo. Geschenkt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Da... Nee, da geht's nicht weiter. Okay, also ich kann entweder runter... Schauen wir uns mal kurz an. Ist hier irgendwas, was wir einsammeln können oder so? Nee, ne? Oh, nur eine weitere Statue, okay. Das müsste... Ich. Ja, wo müsste ich das denn hin? Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Das weiß ich auch noch nicht so genau, Mädel. Da müssten wir erstmal gucken. Wahrscheinlich bei dem Typen. Oder? Nee, die werden nicht aktiviert. Revelio. Okay, vielleicht werden sie auch erst aktiviert, wenn wir unten sind. Ich weiß es nicht genau. Muss mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit der Platte hier machen. Oder... Ach so. Komm, trink doch. Nein, ach so, ich habe das falsch jetzt drin. Moment. Rechts ist die Hirn da. Das ist jetzt unten. Ich nur mal erstmal gucken. Kommen wir denn da unten durch? So wie es aussieht, eher nicht, oder? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unten durch das Portal. Oder auch nicht. Okay, also es liegt anscheinend nur... Noch macht er sich auch noch nicht. Nee, das ist Quatsch. Was mache ich denn hier? Das Problem... Ach so, ich verstehe. Ich muss mit dem Ding wahrscheinlich dazwischen. Aber wie komme ich dann wieder zurück? Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so funktioniert. Aber ich probiere es mal. Andererseits ist das auch wieder Blödsinn, oder? Was hat die Magie auf beiden... Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Accio! Komm. Die kommt da nicht durch, oder was? Revelio. Das höre ich hier doch. Ach so, ist das nur das Ding über mir? Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Habe ich gerade überprüft. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich kriege das Ding nicht da durch. Bin jetzt durch den Torbogen durchgetreten. Der Raum verändert sich nicht wirklich. Können wir nicht einfach das Ding hier auf die andere Seite schweben lassen mit dem Teil? Ach, hier. Das ist doch doof. Der ist doch nur am Blockieren, weil ich das verstehe. Zu ist. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Hab ich gedacht, ja. Anscheinend funktioniert das nicht ganz so, wie ich will. Nee, weil es wird hier immer wieder blockiert. Jetzt ist es rot. Aber wenn es rot ist, kann ich es trotzdem nicht sehen. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Das ist schön für dich.
Ach so, Moment. Oder kann ich das jetzt da drumherum machen? Wenn ich jetzt nicht da durchlaufe. Ah, ja, ich glaube. Okay. Das Problem ist nur, wie komme ich da jetzt hoch? Da hinten konnte ich hoch, oder? Die Frage ist nur. Ich verstehe. Ja. Ich muss beide Seiten des Kabels nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. So, Frage ist, ändert sich das, wenn ich darüber gehe? Nee, ne? Das ist nur irgendwie die komische Farbe. So, nicht wieder daneben springen, bitte. So. Jetzt aber. Haben wir den auch? Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Revelio. War da nicht eins in der Mitte eben noch? Theoretischerweise müsste ich doch jetzt wieder zurückgehen, damit ich mir das Ding machen kann, wodurch ich mich hier dran ziehen kann, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Weil hier sehe ich nämlich sonst nichts, wo man hinkommen würde. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Geh mir doch nicht immer auf den Sack, Mädel. So, der ist ja jetzt auf der anderen Seite. Jetzt haben wir nämlich das Ding wieder da oben, ne? Genau das meine ich nämlich. Ach so, dann ist das hier aber zu. Aber wir können das in die Mitte ziehen. So, ich hoffe, das ist nah genug dran. Ich könnte mich jetzt hier irgendwo hochgehen. Hier. Aber es lübt. Es lübt. Ich verstehe. Ich muss beide Wenn die nicht Seiten immer so einen Scheiß nutzen, reden würde, um dann auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Wäre man auch nicht so genervt und würde dann vielleicht auch eher drauf kommen. So. Nennt mich Gott. Daran gewöhne ich mich nie. Was mich Gott zu nennen? Auch daran gewöhnt man sich schnell. Jo. Und diese Treppen mal links nicht. Okay, das ist nicht gut. Revelio. Zwei und der in der Mitte, wenn ich das richtig sehe. Uralte Magie. Boah, willst du mich verarschen? Noch mehr. Wo sind da noch mehr? Das jetzt alle? Eieiei. Okay, die Barriere ist weg. Schauen wir, ob hier noch irgendwo was ist. Scheint nicht so. Und was ist das? Nee. Okay. Puh.
Okay, keine Ahnung. Nehmen wir mal einfach so hin. Ach so, ich stehe wieder auf dem Falschen. So, Frage ist, haben wir hier noch irgendwas, wo wir eine Kassette holen können? Da unten ist eine Kassette. Da sehe ich jetzt so auf Anhieb nichts. Dann springen wir hier mal runter. Oder auch nicht. Hä? Okay. Kann ich das irgendwo irgendwie ändern? Weiß ich, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Accio. Muss ich da irgendwo drumherum schiffen jetzt? Weiß ja nicht. Hallo. Kannst du vielleicht mal dich einfach mal drehen? So, das ist schön. Ich hoffe, ich komme jetzt hier auch wieder hoch. Vielleicht auch nicht. Das ist in der Tat etwas doof. Die Dinge auf beiden Seiten des Torbogens unterscheiden sich. Aber wie genau? Oh, ich dachte gerade, ich fliege da runter. Moment. Hä? Ich habe doch gerade noch... Nee, ich hatte da gar nichts zum Rüberziehen. Ich habe da unten was zum Ziehen, aber das ist dann ein bisschen weit. Und wenn ich auf einer Plattform stehe und Akio auf die andere anwende? Das sollte klappen. Ja, das machen wir schon die ganze Zeit. Das ist ein super Gedanke, machen wir aber schon die ganze Zeit. Vor allem, welche anderen Plattformen? Müssen wir darum vielleicht? Ist deswegen da? Können wir hier... Ah, okay, die Plattform meint sie. Nein! Ich habe extra losgelassen, Mann. So. Hier. Und wenn ich auf einer Plattform stehe und Akio auf die andere anwende? Das sollte klappen. Dankeschön. Nein! Was macht die? Oh, spinnt? Nein! Dein Ernst jetzt? Dein fucking Ernst? Oh, es ist nicht wirklich. Weil die zu blöd ist, da runter zu springen. Wenn die jetzt wieder zu blöd ist, zu springen, ne? Lass mich jetzt bloß da durch. Oh. Ehrlich. So. Die dürfen aber gerne mal mit den... Achso, habe ich wieder voll. Die dürfen jetzt aber gerne mal mit den Prüfungen aufhören. Allerdings, wenn hier jetzt schon Heiltränke stehen, dann heißt das normalerweise nichts Gutes. Ist da nur ein Trank drin? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht aus wie im Raid hier. Ätherisches Archiv. Das gefällt mir gar nicht. Expelliarmus! Confringo!
Ressource. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh fuck! Oh fuck! Incendio! Soll ich den angreifen? Expelliarmus! Verbringung! Na endlich. Was? Ich dachte, jetzt kommt noch einer runtergesprungen. Der hat ja so gar keinen Schaden genommen. Aber ich kann mir dann Heiltrank einsammeln. Also ein bisschen länger nach unten, den Pfeil nach unten gedrückt halten. Euer Ernst? Revelio. Kann ich mich vorher nochmal kurz umsehen, bevor ich hier wahrscheinlich sterbe? Es sei denn natürlich, das ist der Typ. Nein! Nein! Willst du mich verarschen? Meine Ausrüstung ist voll, so viel habe ich doch gar nicht gefunden. Oh, Leute. 38... 260, 90. 42 können wir aber noch nicht tragen. Also 60 ist bisher das, was am wenigsten ist. Der ist 41, dann ziehen wir den noch an. Ja, gut. Aber Optik machen wir mal... nein, nicht zurücksetzen. Das, so. Handschuhe würde ich, ehrlich gesagt, gerne gar keine tragen. So. Im Rest hat sich ja jetzt nicht so viel verändert, das können wir ja lassen. Jetzt ist nur die Frage, Handschuhe war das, glaube ich, ne, mit den 60, genau. Zerstören. In der Hoffnung, dass da was rauskommt, was ein bisschen mehr kostet. Auf jeden Fall ist es was, was noch besser ist. Moment. Mütze, Mütze. 39. Ja, perfekt. Dann setzen wir die doch auf. Zack. Einmal ohne. Und können endlich mal ins Dinkarium. So.
wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Ja. Noch mehr kristallisiertes Gestein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nichts abschneiden. Professor, Professor, ich war im Denkarium. Oh. Wen haben wir denn da? Ich bin Schülerin in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja, ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Also gut. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Die Schülerin hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Sie und ihr Mentor, Professor Fig, sind nicht nur vor Sandbakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Warten Sie, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor Isidora, die Hexe aus dem letzten Denkarium, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten.
Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne da jemanden. Ich habe Serona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Meine Hausaufgaben. Ja, Sir. Sind das nicht meine Hausaufgaben? Ja. Ach so. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich halte die Augen offen. Hut ab vor dem Hüter. Ja, ein neuer Tag beginnt. Unser Umhang hängt irgendwie etwas seltsam an uns herum. Das sieht sehr komisch aus. Es tut mir leid, aber da muss ich mal ganz schnell einen Screenshot von machen. Moment, so, dass man es einigermaßen gut sehen kann. Ich sollte Serona in den drei Besen nach. Dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit sobald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ja, lasst mich bloß nicht ausreden. Ach so, da kann ich dann alle Nachrichten nochmal lesen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt nochmal eine neue Nachricht oder so. Ja, ich würde dann sagen, das ist der perfekte Moment, dass wir dann erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge ist auch übrigens wieder sehr, sehr lange geworden. Deswegen werde ich die auch in zwei Teile splitten und dann wird trotzdem die letzte Folge noch sehr lange sein. Also etwas unter 40 Minuten wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Ja, und schon wieder muss einer meiner Absage hier, meine Abmoderation vereiteln. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.